Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ace of Spades. Und heute mal geht es um ganz wichtige Leute, nämlich um VIP. Ich habe mir gedacht, ja, heute zeige ich euch das mal. Das mache ich jetzt auch. Und dann geht's auch schön los. Und zweit ist das vielleicht etwas, ja, vielleicht sagen wir langweilig. Denn, naja, wir sind halt bei der VIP. Ah! So, das war's. Also, es fängt schon gut an und der Grandomoa, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, ist auch wieder mit dabei. Und er versucht, mich in die Enge zu treiben. Schaff ich hier durch? Ne. Wow. Na komm. Super. Oh, schade. Also, das ging mal nach hinten los. VIP-Auswahl. Wer wird wohl als VIP genommen? Das ist ja. So. Oh, wir haben einen neuen in der Lobby. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah! Wo? Wie? Was? Warte, ich versuche da mal einen Motorbock-Cocktail reinzuwerfen. Ich brenne gerade selber. Lol. Ja, also diese Runde klappt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber egal, egal. Machen wir mal nur Mulli? Hä? Da hinten ist er. So. Yay. Es hat funktioniert. Perfekt. Hui. So, da ist er noch. Alter, wieso kriegt er mich immer so schnell? Ja, also, es ist gerade ein schöner Sonntag. Und sagen wir, ja, es ist gerade 11 Uhr. Revolver ist gar nicht so schlecht. Anscheinend nicht. Und schreibt's doch in die Kommentare, wer schon gefrühstückt hat und wer nicht. Und außerdem schreibt in die Kommentare, was ist euer Lieblingsspielmodus? Denn ich kann mich immer nicht entscheiden. Ach, Sneaky ist auch da. Na komm hoch, komm hoch. Oh, ich treffe mich aber auch selber. Ja. Also, es funktioniert gerade nicht wunderlich gut. Ah, jetzt kann ich den zugucken, auch geil. Geil, super Mori. Oh, wie viele haben wir denn jetzt schon? Oh, fünf.
Das war eine wunderschöne Runde VIP und wir machen gleich noch eine. Ja, ich bin deutsch und ich add ihn auch gleich mal sofort. Ach egal, mache ich gleich. So. Dann suchen wir uns erstmal eine schöne Karte aus in Alcatraz. Und dort machen wir. Dort machen wir. Dort machen wir. Zombie. So und so und so. Benutzer definiert. Zombie-Geschwindigkeit, Zombie-Schaden. Anzahl der infizierten Zombies. Einer. Patronenzahl 5. Ja, das passt so alles. Ist doch egal. Und der kann nur 100 laufen. Oder sagen wir 150. So. Alter, haben die irgendwie Langeweile? Lecker, lecker. Schokolade, lecker. Grüner Tee, lecker. Keks, lecker. So. Oh, der Snickers folgt mir sofort. Was ich gerade nicht sehr praktisch finde. Alter, wow, so. Alter, haben die irgendwie Langeweile? Pommes, Burger. So, dann buddel ich mich hier erstmal durch. Ja, wir haben hier ein bisschen Unterhaltung im Hintergrund. Ich werde verfolgt. Gehetzt werde ich. So. Und wieder nach oben. Alter, der verfolgt mich voll. Zombie-Virus entdeckt. Verteidigt euch. Ach, Grandis. Zombie. So. Dann spring mal. Hallo? Alter, wo sind meine Waffen? Hä? Hä? Wieso bin ich denn jetzt Spektor? Also, ich muss das Spiel hier gerade nicht verstehen. Das habe ich gerade wirklich nicht verstanden. Wie bin ich denn da hingekommen? Skandalös ist sowas skandalös. Und jetzt haben wir erstmal keinen mehr als Zombie. Hey. Das ist ja mal sehr nice. Au. So. Ich buddel mich mal hier ein. Vielleicht findet mich auch keiner. Oh nee, Snickers. Alter, Snickers. Das. Oh. Alter, der ist so fies. So, dann suchen wir uns mal ein paar Überlebende hier. So, komm her. Komm her, Mori. Du alte Backkartoffel. Das war der letzte Überlebende hier in dieser Runde. Und ich mache heute auch nicht ganz so lange, denn. Ey, Grandi, Grandi, Grandi. Das ist ja grandios. Oh, der kam flach. Füße hoch, Füße hoch. Alter. Alter, wie top ist der? Ganz ehrlich. Gibt's auch gar nicht.
So, wir haben den letzten Überlebenden vernichtet. Und jetzt geht's ab so, sofort wieder in die Lobby, oder? Ach nee, es geht ja weiter, es geht ja weiter. So, ich hoffe doch, ich werde jetzt mal nicht verfolgt von einem gewissen Keks. So, gehen wir mal hier hoch. Ach, Nikolas, Tommy ist auch dabei. So, dann klatsche ich den ja auch hier nochmal ein bisschen drauf. Und dann warten wir ab, bis uns doch einer irgendwann mal. Oh, Alter, irgendwie sind gerade alle meine Freunde hier drin. Das ist doch herrlich. Besser kann's nicht kommen. Diese Runde wird nicht wie jede andere. Und ich bin nicht kein Zombie, sondern ich bin immer noch Überlebender. Dieser. Das Leben hier ist ein Horror. Das Leben hier ist schrecklich. Boah, Snickers, ey, ganz ehrlich. Nee. dieser alte kleine Keks, ey. Und jetzt schreibt er auch noch sorry? Nee, nee, ganz ehrlich. So, wir bleiben jetzt alle hier oben. Und jetzt so in die unteren Schichten durchzudringen. Ich weiß gerade selber nicht, was ich hier überhaupt mache. Oh, da kommt der Zombie. Alter, wie die Waffe hochzieht. Das ist schrecklich. In Ordnung. Da ist unser Zombie. Alter, ich habe die doch vielleicht ein Ticken zu schnell eingestellt. Denn der rennt mir weg wie nichts Gutes. So, ich buddel mich jetzt mal ganz tief. Vielleicht funktioniert es ja. Ich bräuchte vielleicht etwas Leben hier unten. Vielleicht könnten wir mir jemand was vorbeibringen. Hallo? Hallo? Geht nicht mehr weiter? Doch. So, so und so und so und so und so und so und so. Okay, wir haben es kapiert. Jetzt baue ich hier einen Gang rein, der nach da führt und um dann wieder nach da zu führen. Dann rennen wir ganz schnell zurück und machen noch einen zweiten Gang. Hihihi. Und jetzt harren wir hier aus. Und versuchen zu überleben. So, also. Dieser Zombie-Modus, wie gesagt, also den finde ich schon echt spitze gemacht. Und dieser Nervenkitzel, schon echt super. Ich bleib mal hier hinten. So, dann machen wir hier weiter rein. So. Aber wir machen, bauen jetzt auch da lang. Oh, ich bin letzter Überlebender. Also, es wird jetzt etwas schwierig hier zu überleben. Denn ich werde verfolgt.
Wo ist er hin? Oh. In Ordnung, also ich habe verloren. Aber egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Heute war es leider nur eine kurze. Und vielleicht auch nicht so spannend. Aber stammt rein, los. Ist voll witzig, mache ich auch jetzt. Hui. Also wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, die vermutlich wieder ein bisschen etwas länger wird. Und dann heißt es wieder Leben oder Leben lassen. Edit mich doch auf Skype. Ich meine, nicht auf Skype, Steam. Genau. Also, edit mich auf Steam. Und wir werden dann sehen, ob ihr es genauso schafft, mich zu überwältigen. Was ich aber nicht glaube, denn, naja. Na, ich bin ja halt der Beste, ja, ist ja logisch. In Ordnung, ich sage dann Ciao mit SCH. Alter, ich werde verfolgt. So, jetzt noch ein Special für den Schluss. So, ciao.